Australian Silky Terrier. Das prachtvolle lange Fell dieser Hunderasse ist in der Mitte des Rückens gescheitelt und tritt in Blau- und Lohfarben, Graublau- und Lohfarben, Silber- und Lohfarben oder Silberblau- und Lohfarben auf. Im Rassestandard finden Sie tiefergehende Details. Ausgewachsene Tiere sind etwa 23 cm groß und wiegen um die 3,5 bis 4,5 kg. Der Australian Silky Terrier sieht feingliedrig, aber nicht so zart aus. Herkunft. Diese australische Hunderasse ist auch als Sydney Silky bekannt. Ihre Vorfahren sind der Yorkshire und der Australian Terrier. Man nimmt an, dass die Züchter bei der Entwicklung des Australian Terrier am Ende des 19. Jahrhunderts Yorkies einkreuzten, um die Blau- und Lohfärbung des Fells zu verbessern. Die Welpen mit ihrem seidigen Fell, die daraus entstanden, waren die Begründer der Hunderasse der Australian Silky Terrier, wie wir sie heute kennen. Charakter. Auch wenn er zur Gesellschafts- und Begleithundgruppe gehört und als freundlicher, liebevoller Begleithund gezüchtet wurde, besitzt der Australian Silky Terrier auch einige Terrier-Eigenschaften. Bei seinen Vorfahren ist das ja auch kein Wunder. Er ist aufmerksam, selbstbewusst und energiegeladen und besitzt immer noch etwas vom Jagdinstinkt seiner Vorfahren, die Nager und sogar Schlangen töteten. Gesundheit. Wie auch bei anderen kleinen Hunderassen können beim Australian Silky Terrier Patellaluxationen auftreten. Die Kniescheibe springt vorübergehend heraus und sie können Probleme mit der Hüfte und der Luftröhre haben. Tägliche Bewegung. Mehrere 20 Minuten Spaziergänge reichen für einen erwachsenen Hund aus, wenn mit ihm auch im Haus oder im Garten gespielt wird. Er braucht nicht viel körperliche Auslastung, als Begleithund genießt er aber jede Minute, die er mit seinen Herrchen verbringen darf. Auch Kopfarbeit ist für diesen schlauen kleinen Hund wichtig, damit ihm nicht langweilig wird. Ernährung. Australian Silky Terrier geben wegen ihrer relativ großen Körperoberfläche viel Wärme ab, daher ist ihr Basaltstoffwechsel erhöht und der Energiebedarf gesteigert. Da ihre Mägen klein sind, müssen sie mehrmals am Tag kleine Portionen fressen. Futter für kleine Rassen wird speziell entwickelt, um die richtigen Anteile der wichtigsten Nährstoffe zu liefern und um die passende Pelletgröße für kleinere Mäuler bereitzustellen. Dies animiert zum Kauen und verbessert die Verdauung. Pflege. Das lange seidige Fell muss täglich nur ein paar Minuten lang gebürstet und gekämmt werden, damit es nicht verfilzt und weiterhin glänzend und gesund bleibt. Untersuchen Sie das Fell nach dem Spazierengehen, da allerlei Dinge in den 13 bis 15 cm langen Haaren hängen bleiben können. Geeignete Hunderassen für Kinder. Auch wenn die landläufige Meinung gilt, dass die meisten Hunde Familienhunde sind bzw. gut mit Kindern klarkommen, bedarf es sowohl auf Seiten des Hundes als auch der Kinder einer gewissen Erziehung, wie man gegenseitig respektvoll und sicher miteinander umgeht. Hunde und kleine Kinder sollten niemals zusammen allein gelassen werden, sondern immer unter Aufsicht miteinander spielen. Australian Silky Terrier. Das prachtvolle lange Fell dieser Hunderasse ist in der Mitte des Rückens gescheitelt und tritt in Blau- und Lohfarben, Graublau und Lohfarben.